Moore sind außergewöhnliche Feuchtgebiete. Sie entstehen aus einem Zusammenspiel von Wasser und Pflanzen. Moore bilden sich in regenreichen Regionen. Dort verhindern wasserundurchlässige Bodenschichten, dass Regen und Grundwasser abfließen können. Moorboden ist in der Regel also ständig feucht oder sogar nass. Daher können abgestorbene Pflanzen nicht vollständig zersetzt werden. Im Laufe der Zeit bildet sich eine zunehmend dickere Schicht aus Pflanzenteilen, die sich verdichtet und als Torf bezeichnet wird. Torf wächst lediglich um 1 Millimeter pro Jahr. Es dauert also etwa 1000 Jahre, bis sich eine Torfschicht von 1 Meter Dicke gebildet hat. Und was hat Torf jetzt genau mit dem Klima und dem Klimawandel zu tun? Da Torf aus nicht vollständig verrottetem Pflanzenmaterial besteht, bindet er große Mengen an Kohlenstoff. Wenn Moore jedoch entwässert werden, wird dieses in Form von CO2 freigesetzt, gelangt in die Atmosphäre und treibt den Klimawandel voran. Erstaunlicherweise ist in Mooren etwa doppelt so viel Kohlenstoff gebunden wie in allen Wäldern dieser Erde zusammen. Obwohl die Moorflächen nur 3% der Erde bedecken und Wälder 30%. Moore speichern also mehr CO2 als jedes andere Ökosystem der Welt. In Deutschland sind die meisten Moore schon seit geraumer Zeit entwässert. Grund hierfür war und ist ihre Nutzung als landwirtschaftliche Flächen. Von diesen Flächen stammt auch der Torf für die Blumenerden, die wir in unseren Gärten und auf unseren Balkonen benutzen. Das Problem? Beim Torfabbau und vor allem durch die gärtnerische Nutzung werden in kurzer Zeit sehr viele Emissionen freigesetzt. Neben dem Torf aus Deutschland wird ein immer größerer Anteil des Bedarfs importiert und muss dafür oft über weite Strecken transportiert werden. Das belastet das Klima zusätzlich. Torfhaltige Blumenerden schaden also dem Klima. Die gute Nachricht? Für den Hobbygartenbau gibt es schon längst torffreie Alternativen. Sie sind qualitativ hochwertig und leisten einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz. Du möchtest noch weitere Informationen? Dann besuche die Webseite www.torffrei.info.